So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 104. Folge von Forza Horizon 3. Und heute, man kann es natürlich sehr schwer kennen, es ist heute der Tamoraismo, der Anfang März hier ins Spiel kam, also für mich vor ca. 2 bis 3 Wochen. So ist das nämlich ein Sportwagen, denn sie ist und zwar aus Indien. Weil in Indien denke ich nicht an Sportwagen, sondern eher an andere Gefährte, weil sich hier wie so Rikschas oder Tuk-Tuks. Aber nicht an Sportwagen. Und das ist mal ein interessantes Wägelchen. Das wurde jetzt auf dem Genfer Autosalon vorgestellt. Der war Anfang März, ich glaube am 7. war der, oder wurde der vorgestellt. Und ist ein Auto limitiert auf 250 Exemplare. Wir werden mal gucken, was er so drauf hat. Also Sportwagen ist hier relativ. Ich meine, er ist noch C-Klasse. Das ist kein mega krasses Ding. So was ich mit 400-500 PS. Ja, aber das PS muss nicht immer heißen. Ja, weil sportliche Autos, die können auch mit wenig PS haben. Er hat, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, 188 PS aus einem 1,2 Liter Duratec-Motor, Turbo, aufgeladen. So, er ist auch ein ziemlich kleines Auto. Er hat so ein bisschen, so von der Größe her, so an so Lotus Elise oder Lotus Exige. Aber auch jetzt so von hinten so ein bisschen so wie so ein i3. i8 meine ich, Entschuldigung. Aber ist halt eine relativ extravagante Form, wie ich finde, aber auch finde ich auch mal was Cooles. Weil er sieht nicht schlecht aus. Ich sag mal, für ein indisches Auto, das sieht echt nicht schlecht aus, aber er liegt halt immer noch hoch wie ein Bock. Aber dafür wiegt er nicht viel, denn er wiegt, ich muss mal kurz nachgucken, nur knapp über 1000 Kilo. Das finde ich echt geil. Das ist nicht so ein, wieder so, weiß ich, so 1,3 Tonnen wiegt oder so, ist halt auch noch, wiegt halt nichts, ne? Das muss auch so. Wir werden auch die Leistung, denke ich mal, ein wenig hochbauen. Das soll da ein bisschen was reinmachen. So, gewichtstechnisch machen wir komplett leicht, würde ich sagen. Ach du Scheiße, da geht noch einiges weg. 850 Kilo circa. Das ist echt wenig. Ich bin den Wagen ja schon im Duracell Cup Review gefahren, einmal kurz. Und da habe ich das so ein bisschen mitbekommen. Das Ding hat anscheinend ein Doppelkupplungsgetriebe. In so einem kleinen Wagen. In so einem, immer einfachen. Das finde ich geil. Ich liebe solche Getriebearten. War an sich dieses Getriebe Doppelkupplung. Nehmen wir mal so mit 6 oder halt, oder am besten so mit 7 oder 8 Gängen. Der hat nur 6, aber immerhin. So, Vorderlippen gibt es natürlich wieder, die aber eigentlich wieder sehr bescheiden aussehen. Ich zeige es euch nochmal kurz. Der ist einfach zu hoch. An sich, der Wagen ist auch hinten relativ hoch. Aber so, wenn man das so sieht, so die Höhe vom Dach so und die Höhe von der oben vom, ne? Wo das Heck rumendet, das ist nicht so viel Unterschied. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber ich finde es auch cool. Der Wagen ist aber, denke ich mal, gar nicht so langsam. Was aber auf jeden Fall muss sind andere Felgen. Die sehen an sich nicht so schlecht aus, aber das geht auch deutlich schöner. Dann würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall Felgen, die. Ja. Die dünne Speichen haben. Sagen, die passen eigentlich sogar ziemlich gut, oder? Die Wetsport SA97F. Das ist irgendwie so ein bisschen tief, fand ich. Die waren so ein bisschen, die nehme ich. Die sind zwar 7 Kilo schwerer, scheiß drauf, wir wiegen eh nichts. So, die Felgen gingen größer, das finde ich prinzipiell erst schon mal gut. 19 Zoller, das sieht noch gut aus. Und hinten sogar 20er. Ich mache es trotzdem. Aber die Reifen, das sind, naja, immer 2,35er. Und auch ich hätte gerne noch ein bisschen mehr. 2,75. Wir machen mal 2,55er hinten. Und vorne auch ein bisschen mehr, wenn es geht. Ja, 2,25er. Bessere Reifen brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Aber noch vielleicht ein bisschen Leistung. Da machen wir jetzt nicht hier auf A-Klasse oder sonst was aufgebaut, aber doch ein bisschen mehr. Ja, wir wollen ja nicht einschlafen. So, halt hier Single Turbo. Dann machen wir noch vielleicht ein paar Kolben. Machen hier. Ja, das passt dann, glaube ich, ne? 166 kW, 250 Newtonmeter. Das reicht, denke ich mal. Noch eine bessere Schwungscheibe, wenn es geht. Da drückt noch ein Kilo weniger. Alter, 855 Kilo. Ist echt nix. Und die Felgen mache ich doch noch eine Nummer kleiner. Das finde ich jetzt auch nicht ganz so toll. So. Ja, doch mal die Kiste.
Ich denke, die wird ziemlich gut sein. Ich bin ja noch gestern noch mal gefahren in der Serie, gegen einen Freund von mir. Ich habe gewonnen, aber die Wagen fühlt sich echt gut. Und ich bin mal gespannt, ob er sich jetzt noch besser fahren lässt. Bei dem Design hat der andere Farben. Und jetzt sogar andere Farben. Das ist geil. Achso, dann ändert sich diese Farbe. Das finde ich ja cool. Blau sieht irgendwie geil aus, ne? Ja, so. Das finde ich cool, dass der andere Farben hat. Dass alles dann geändert wird. Das gefällt mir wiederum wieder ziemlich gut. Oder, also ich finde an sich, ich weiß nicht, das. Also Orange ist cool. Grün ist eigentlich auch cool. Blau sieht auch so ein bisschen cool aus. Also vielleicht ein bisschen zu hell, das Blau. Durch das hier geht auch. Machen erstmal das hier. Ach nee, machen wir nicht. Aber wir gucken mal nach einem Design. Ob sich da was Schönes finden lässt. Muss ja nichts ausgeben. Also jetzt sowas nicht, aber. Vielleicht irgendwie so eine Rennlackierung oder so. Ich meine, das ist jetzt kein Rennwagen, aber halt was ein bisschen konzeptmäßiges, sowas. Das zum Beispiel nicht. Ja, sowas in die Richtung. Ich gebe jetzt einfach mal Race ein. Ich weiß nicht, ob ich da was finde. Hat irgendwie so, ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, wie ich das meine. Hat irgendwie so ein bisschen futuristisch vielleicht auch. Ach du Scheiße. Naja, ist ja noch nicht so viel dran gemacht worden. Nee. Ach du Scheiße, nee. Dann würde ich sagen, machen wir nur die Farbe hier anders, weil das mit dem Rot, ich weiß halt nicht. Ich finde das Rot an sich, ich kann auch den ganzen Wagen färben, oder? Genau, ich könnte den komplett selber färben. Nee, das machen wir nicht, nehmen wir so eine normale Farbe. Weil Weiß steht im Wagen sehr gut, aber wir machen das hier mal. Machen das mal böse, so grau oder karbonmäßig. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Carbon ist oder nicht oder irgendwas. Na komm, zack. Fellfarbe können wir es eigentlich so lassen. Hier noch die Spiegel. So, dann geht auch hier diese 001 weg, aber das macht nichts. Die fand ich eh nicht besonders hübsch. Warte mal kurz. Ah, so, ich muss noch kurz das gucken. Aber wahrscheinlich dabei keinen Cut gemacht. Spiel machen wir schwarz, obwohl vielleicht noch ein bisschen dunkler. Heller meine ich. Ein heller oder zwei? Ja, zwei heller, das passt. Ja. Der würde ich sagen, der Wagen, der sieht schnieke aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Auch wie bei McLaren ein sehr hoch angesetztes Auspuffrohr. Auch ein sehr breites, ziemlich. Damit ich angesetzt, auch nur eins. Sieht man auch nicht so oft. Und noch schönerweise schön leicht. So, denke ich mal, nicht so langsam. Sieht ja schon aus, hat einen interessanten Sound. Ist nämlich auch nur ein Dreizylinder-Motor. Da habe ich ja prinzipiell nichts gegen. Auch zum Beispiel bin ich gegen den i8, der hat auch einen Dreizylinder-Motor. Ja, das kann was, das gefällt mir. Ist doch re relativ flach, oder? Nicht so die hohe Karre. Und ich meine jetzt der Innenraum, ne? Das ist einfach. Das sieht ja auch so, das sieht irgendwie komisch aus, ne? Jetzt die drei Bildschirme hier. So mit so einem Lenkrad hier auch mit dem roten Ding da oben. Oder die Mitte ist. So ein bisschen rennmäßig. Hier digitales Cockpit, wenn ich jetzt mal Gas gebe im Stand. Mit so einer Anzeige. Das ist irgendwie freaky, aber irgendwie ist es auch cool, ne? Auch diese eckigen Spiegel. Erinnern so ein bisschen an so Spiegel von Lamborghini, wie beim Aventador zum Beispiel. Auch hier sieht auch nicht gerade luxuriös ausgestattet aus. Also möglichst wenig Gewicht, denke ich mal. Das ist irgendwie cool, ne? Ich meine, der Sound, ne? Der ist echt interessant. Gönnt euch den mal. Der sieht irgendwie komisch an, aber ich find's geil. Mir gefällt's. So, wir gucken mal. Geht aber noch ein bisschen tiefer. Weil die Wagen kann man echt hoffentlich tief hauen.
Ich meine, das sind jetzt immer noch ca. 10 bis 11 Zentimeter oder hinten sogar 12. Das finde ich aber irgendwie doch noch ein bisschen zu viel. Übersetzung, die muss auf jeden Fall kurz. Ich kurz meine ich auch wirklich kurz. Und das Hingetriebe, das war elendig lang, fand ich. Das war viel zu lang. Der ewig gebraucht, bis er mal aus dem Knick gekommen ist, der Wagen. Deswegen, das ändern wir mal kurz. So. Das wird auch nicht passen. So, fahren wir los. Das gefällt mir schon besser. Alter, geht ab. Also das aus dem Stand, der geht echt gut. Jetzt auf die Autobahn. Was ich auch interessant fand bei dem Wagen, jetzt mal im dritten Gang. Der Ladedruck, ne? Gerade natürlich 0,76 bar, wenn ich jetzt mal aufs Gas trete. Ja. Nette 2,18 bar Ladedruck. In einem kleinen Wagen. Oder also in einem kleinen Auto. Ist nicht verkehrt. Wir machen kurz einen Beschleunigungstest hier auf Autobahn. Ich sagen, kann man ganz gut Vollgas nehmen. Das schaltet halt mega schnell, ne? Hier jetzt am Lenkrad, warte. Sag hier mit Schaltwippen. Das ist natürlich auch geil, ne? Ja, auch schon auf 200. Das für die Leistung, das ist ordentlich. Es ist auch kein Top-Speed-Monster, also ich mal 250 werde ich, denke ich mal, nicht schaffen. Testen wir jetzt auch mal kurz. Ja, okay, ähnlich viel Verkehr wieder auf der Autobahn. Naja, der geht gut ab. 170, 180, 190, mal so langsam schalten. 200, 210, also die Beschleunigung, die ist echt gut. Für so wenig Leistung, top. Das ist nicht langsam. Das ist finde ich schnell. Aber ich will ja auch sehen, was der so auf der Rennstrecke kann. Oder im Rennen. Deswegen fahren wir mal das hier. Stadtstraßensprint. Ist ja nicht weit. Das machen wir noch. Was der Cockpit. Den vierten runterschalten. Ja. Das zieht für mich ordentlich genug. Man muss doch nicht nur mal Wagen auf A-Klasse oder S1 fahren, auch mal was Normaleres. Weil der Wagen ist sicherlich nicht normal. Aber was nicht so übertrieben schnell ist. Langsam fahren ist ja auch immer schön. Also relativ langsam, ne? Sagt der gerade mit über 200 auf der Autobahn brettert. Das ist natürlich in echt nicht langsam. Aber trotzdem. Geiler Wagen. Der Tacho, ne? Auch wie diese Anzeigen da von Drehzahl und Geschwindigkeit. Diese Dinger, die sich da füllen, diese Balken. Das sieht irgendwie geil aus. Ist halt was Besonderes, der Wagen. Ist halt nicht so, sieht auch nicht aus wie jeder normale Wagen. Ist halt wirklich was Spezielles. Das finde ich auch gut so. Ist immer von Standardwagen, da haben wir genug von im Spiel. Ich mache jetzt kurz gleich rüber. So. Ich bin froh, dass das Spiel kam und das war noch kostenlos. Also ich sag mal, glaube ich, das war das Bonusauto vom CarPack. Was auch, wenn ich jetzt nicht lüge, jeder Spieler von Horizon 3 kostenlos bekommen hat. Ohne was ich, egal von Edition, aber welcher CarPack hat, ist scheißegal. Kriegst du diesen Wagen einfach. Das ist geil. So, welche Klasse ist der? Asian Sports Cars, ja. Hätte mich jetzt auch gewundert. Macht Sinn. Leichter Regen. Wir machen es mal. Sollte ja bei der Leistung nicht so schwer sein zu kontrollieren. Das schaffen wir schon. 6,1 Kilometer. Hier Leistung 666. Dreimal die 6. Macht 18. Vielleicht 18.000 Credits, wer weiß. Das glaube ich zwar nicht, das wäre ein bisschen viel. Aber ich hätte auch nichts dagegen. Oder vielleicht 18 Kollisionen mit anderen Leuten. Ich weiß es nicht. Und hier, netter Autos von der NSX. Oh, geil. Mazda RX8. Mal gucken, ist also mitfährt, der Silver Case, ein X8, ein alter NSX, ein BRZ, also Silver S14, dann S13 fährt mit, glaube ich, ein neuer MX5, bla bla bla, ein 31, ne, der Autos.
Kann man sich mal gönnen. Im Start gibt's mal Vollgas, komm, scheiß drauf. Sollte passen. Ja, leichter Regen auf jeden Fall, wie man sieht. Was sollte das, mein Freund? Nissan? Da kann man einfach die Kurve schneiden und durchfahren. Ja, das war eine sehr nette Kurve. Ja, leicht ist auch das Schöne, aber dann doch natürlich weniger Traktion. Bringen bei Regen, die bedenken sollen. Aber was soll da schon schief gehen? Hallo, mein Freund. Das ist jetzt nicht so geplant. Das war nicht mit Absicht gerade. Aber geht wirklich. Er zieht ordentlich. Ich denke mal so um die jetzt 200 oder 210, 220 PS. Kann ich mich nicht beschweren. Und da hat so ein NSX, glaube ich, deutlich mehr als 90. Der hat, denke ich mal, auch so um die 280, 300 PS. Wenn nicht sogar noch mehr, ich weiß das gar nicht. Wo der jetzt genau angesiedelt ist. Und wiegt auch ein bisschen mehr. Obwohl NSX ist auch nicht jetzt so ein mega schweres Auto. Ist auch eher einer der leichteren. Trotz der auch großen Größe. Zack, hier nach dem Drift, ey. Ich sollte am besten noch nach vorne kommen, so ein, zwei Plätze. Auch gern wieder mehr. Dass ich vielleicht wieder Zweiter werde, wie in jedem Rennen hier. Ab Folge 100 irgendwie, also in jedem ersten Rennen. Ja, das spiele ich mal kurz zurück. Bin jetzt nicht so gut. Oh, hat er da hinten so eine Abschleppöse? Das sieht aber nicht so schön aus. Das ist echt, das sieht scheiße aus. Rutscht aber echt ein bisschen. Dass er halt sehr leicht ist. Nico, die war zumindest besser als die anderen. Multi den Taumo direkt, den anderen glaube ich auch. Das hier hat eine X8. Ja, erster Platz ist glaube ich drin. So, ja, dann, das ist ein Silvia oder das ist ein Skyline? Ich weiß gar nicht. Uiuiui. Das ist glaube ich. Auf jeden Fall ein Nissan ist das. Jo. Wird auch der erste Platz werden für mich. Finde ich super. Aber natürlich eher am Wagen als an mir. Oh doch. Mag ich auf jeden Fall das Fahrverhalten. Er ist schön direkt der Wagen. Ein Wagenmotor. Ja. Denn wenn es diese Folge hoffentlich zwei erste Plätze, dann ein Rennen werden wir noch fahren. Wieder ein Sprintrennen, nehme ich jetzt mal an. So, machen wir Rundstreckenrennen? Ich weiß das gar nicht. Muss ich mal gucken. Weil ja auch nicht so gerade sinnlos, mal das abwechselnd zu machen. Jeweils ein Sprintrennen und ein Rundstreckenrennen. Warte mal, das ist hier so ein Driver-Tar. Ich will das Geld haben. Komm. Ja, mein Freund, jetzt gurke nicht rum. Was hörst denn du? Natürlich Corolla. Oder ich hast du auch i86. Oder Sprinter Torino GT Apex. Sollten wir locker schlagen. Uiuiui, wieder. Nach links sollte mein Sieg sein, wenn es kein wenn jetzt kein Nitro zündet oder so. Gibt es hier zum Glück nicht. Nitro gab es ja schon mal in Forza, und zwar in Forza Horizon 2 Presents Fast and Furious. Da gab es ja Nitro, war halt so ein Boost, den man aktivieren konnte. Das war da auch ziemlich cool, aber würde im echten Forza, finde ich, nicht so wirklich reinpassen. Ich meine, Horizon und Motorsport sind keine übertrieben realistischen Spiele. Aber das passt irgendwie hier nicht rein, finde ich. Zack. Sind wir gewonnen. Das gefällt mir. Haben wir ja schön knete. 55.000 für 2 Minuten Arbeit, nicht mal. Also das lohnt sich echt, die Dinger zu machen. Diese
keine drei Watt habe. Weil da kriegst du wirklich ordentlich Cash bei. War noch ein Rundstreckenrennen. Ach, die passt doch hier perfekt. Also ich bin auch da. Wie es Zufall will, nehme ich jetzt einfach mal die hier. Da reichen zwei Runden oder drei. Was haben wir hier? Oder zwei Runden am Morgen. Nehmen wir mal das hier. Mal schauen, ob zwei Runden für den ersten Platz reichen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich komme damit auf jeden Fall gut klar. Drei Brücken, Rundstrecke. Weil wir wahrscheinlich über drei Brücken fahren werden. Jetzt gedacht, Fabian. Nein, jetzt nicht. Jetzt keine Zeit zu. Oh, ist das schön. Das ist eine schöne Beschleunigung. Was haben die denn wieder gemacht, die Leute? Oh, das gefällt mir wieder besser. Rundstrecke. Das mag der Wagen auch ein bisschen mehr. Was ist denn das da vor mir? Das ist ein 3-3-Realisiert. Ich glaube schon. Ja, das ist auch geil. Ja, im Rückgang bleiben, das passt. Ja, das fährt sich geil. Also Sportwagen ist wirklich mit dem Wagen richtig, würde ich sagen. Fährt sich wirklich sehr sportlich. Uiuiui, da kam ich aber ziemlich weit raus. So. Ja, ich glaube, zwei Runden werden in der Tat reichen. Das finde ich geil. Jetzt auch in der zweiten Runde. Das war nicht so schlecht. Haben bis auf den zweiten vorgerückt schon. Sorry, Hyundai. So, in der Genesis, glaube ich. Der Genesis 3.8 Track ist im Spiel. Den Wagen mag ich nicht so. Den finde ich jetzt nicht so hübsch. Ich mag an sich Hyundai nicht wirklich. Sieht es nach Regen aus? Kann das sein? Der Himmel ist ein bisschen dunkel geworden, habe ich das Gefühl. Da täusche ich mich gerade. Ey! Ja, aber Beschleunigung ist besser. Naja. Oh, verbremst. Scheiße. Ja. Bin halt doch schneller. Aber du uns selber wieder schlechter. Ja, war zu erwarten. Naja, aber trotzdem zwei Rennen, zwei Siege. So gefällt mir das. Aber war doch da bei dem Jonai durch den Verbremser. Könnte er vorbeiziehen, aber ich habe wieder noch die restliche Strecke aufgeholt. Der Kleine, der ist wendig. Der ist sehr, sehr wendig. Und sehr agil. Ja, immer nur knapp 1000 EP. Ja, gut. Ja, besser als nichts. Deswegen wollen sie sich nicht beschweren. Ich habe ja eh genug Geld und EP eigentlich. Oder ein hohes Level. Da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Ja, aber wirklich ein sehr cooler Wagen. Fährt sich sehr gut. Dann würde ich sagen, war es das auch mit der heutigen Folge Forza Horizon 3. Ich hoffe, dass uns nächste Folge, die wird dann wahrscheinlich nächste Woche erscheinen, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe. Aber diese Folge müsste irgendwie Anfang Mitte April kommen. In der zweiten Aprilwoche. Denn die nächste halt in der dritten Aprilwoche. Ja. Dann mache ich mal das hier kurz aus. Mache hier schön hin positionieren, damit es auch geil aussieht. Und dann würde ich einfach mal sagen, ich bin raus und ciao.